Ja, herzlich willkommen und zurück zu Let's Play Bioshock 2 auf schwer. Und das, was wir gerade gehört haben, ist ein Käfer. Das bewegt sich. Hilfe, es muss sterben. Habe ich jetzt platt gemacht gerade? Keine Ahnung. Auf einmal fiel jedenfalls runter. Ich nehme mal an, es ist tot. Das, was ihr gerade eben gehört habt, war übrigens ein Soundtrack aus Super Meat Boy. Das muss jetzt gesichtet werden. Irgendwas krabbelt da an meiner Wand und... Scheißviech, ey. Ich habe hier eine kleine Fliegenplage, muss ich sagen. Die kommen alle aus der Erde von meinen... hier... Balkonpflanzen. Wer ist das? Von meinen Palmen hier. Ach, der Hund, der war so hardcore. Ich habe schon wieder alle Tasten vergessen. Ist das nicht geil? Das war Schlagen. Okay, das ist Plasmid. Das ist Plasmid wechseln. Und das ist... E ist gar nichts. Alles klar. $19, das ist nicht so viel. Wir speichern mal. Ist es gerade auch so heiß bei euch? Also, es sind so gefühlte... Geräusche. Es sind so gefühlte... 50 Grad draußen, also wir werden alle gebraten. Ich bin in einer Kellerwohnung zum Glück, deswegen ist es hier ein bisschen kühler. Zum Glück. Ja, zum Glück. Wo renne ich da jetzt eigentlich hin? Aus dem Weg, Sicherheitsbot. Ja, wir wollen ja Little Sister Stuff hier. Ihr wisst schon. Retten und so weiter. Da wollte ich doch gar nicht hin. Wo war denn der eine Raum, wo ich nicht rein konnte? Toll niesen. Boah. Hallo. Gleich kriege ich keine Luft mehr hier. Das ist immer so, wenn ich nies. War das doch hier draußen? Ach ja, das war in diesem Raum, ne? Gibt bestimmt ein paar Leute von euch, die sagen: Du Edi, du kannst doch mit Stromschlachter rein. Und ich sag: Oh, wo ist die Steuerung? Da kommt man nicht durch, ne? Ja. Hier, guck mal. Scheiße. Habe ich noch Heckpfeile? Mehr als genug zum Glück. Ach ne, die Tür ist jetzt offen. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Oh, hier kann man so viel machen, egal. Ein schönes Versteck. Mit Nietenkuchen und Dollar. Kaffee und Bohrertreibstoff. 11 sogar. Oh, das ist doch eine Menge eigentlich. Aber wir haben genug. Hallo, Magge. Ich möchte diesen Stuhl reklamieren, denn der... Hallo, was ist denn hier? Jetzt mal ehrlich, was ist hier? Das ist ein Aktenschrank. Irgendwas blockiert mich hier. Hacken wir das Teil, dann wissen wir, was los ist. Hacken war B, naja. Scheiße. Oh, hübsch. Boah, mein Bot geht sofort auf die los, ey, so Akku wieder ist. Ja, die sind weg. Schwernieten, Speere und Verbandskasten. Zwei davon haben wir schon. Mal das noch. Och ne, nicht die. Bis Adam kam, war der Mensch ein Sklave seiner Gene, des inneren Tyrannen. Lust, Gier, Wut, Selbstbesessenheit, alles in unsere DNS eingebrannt. Wir zogen nicht an der großen Kette des Fortschritts, wie Ryan glaubte. Wir waren damit gefesselt. Aber jetzt können wir den Bauplan des Menschen umkonstruieren. Dem Allgemeinwohl zu dienen, kann so natürlich werden wie das Atmen. Der Tyrann wird ganz einfach aussterben.
Ich habe keine Lust mehr mit Lamp zu reden. Lamp ist scheiße. Lamp ist die Verkörperung der schlechtesten Frauen der Menschheit. Ich habe ja Bücher gekauft. Star Wars Republic Commando Feinkontakt. Und das andere ist Band 1. Und das andere heißt Triple Zero Band 2. So, jetzt noch schnell einen Pullover anziehen. Denn hier drin ist es einigermaßen kalt. Draußen schmilzt man ja vor Hitze. Jedes Mal, wenn Lamp liest, dann will ich lesen. Ich hasse diese Frau. Ich hasse diese Frau. Speichern wir, auf dass wir sie nie wieder hören müssen. Und mein Kopfhörer ist immer noch kaputt. Ich hole mir irgendwann ein neues. Dauert nicht mehr lange. Oh. Schnief, schnief, schnief. Immer muss man... hat man Schnupfen, wenn man genießt hat. Das ist zum Kotzen. Hier muss ich ja eh wieder durch, deswegen sind wir nie allein. Und außerdem... oh, hier haben wir einen Adam. Also... ja. Also ein Onslaught kann man hier gleich starten. Aber ich denke mal, ich gehe wieder in den Raum davor. Und sogar in den Raum davor. Nämlich ins Pink Pearl. Denn ich meine, hier liegt auch noch Adam hier, zum Beispiel. Und bitte hol mal meine Bienen wieder. Bienen war ja doch nicht sonderlich gut, finde ich. Die spritzen überall. Tja. In einen Raum kommt man immer noch nicht, oder? Das ist überflutet. Wie komme ich in den Raum? Da sind schwere Nieten drin. Also irgendwie muss man da reinkommen. Kann man das kaputt machen oder sowas? So, dass das Wasser rausfließt. Kann man das hier irgendwie... also irgendwie muss man das doch öffnen können. Ja, rot. Aber wie kommt man da rein? Jetzt ehrlich. Ist doch eine Pumpenstation. Wieso gehen die Pumpen denn nicht? Kann ich diese Tür schon öffnen? Nein, kann ich nicht. Das heißt... es ist auch ein abgeschlossener Raum. Also das heißt, da kann doch nichts anderes sein, oder? Ich habe oben auch geguckt, da kann man nichts drücken bei den einen Raum, wo ich den ich gerade geöffnet habe. Also keine Ahnung. Hey, Raketensperre direkt in die Fresse, in den Kopf. Oder wie? Das ist eine tolle Idee. Was meint ihr? Raketensperre. Kriegen ja die Dinger in den Arsch geschoben. Wo ist er hin? Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Na. Scheiße, er ist oben. Das sind ja auch diese kleinen, einfachen Misthaufen. Hey, der geht ja einfach mitten in meinen Zielbereich. Du machst wohl Witze. Bumm. Sehr schön, er bringt mir $3. Für den Mülleimer. Das wäre wieder die Formel. Ach egal. Ich wollte ein Zitat starten, aber das Zitat ist für... Schissen. Aua! Pass mal! Wieso ist die nicht explodiert? Klatsch! Aua! Macke! Hör auf! Nervige Kreisstranden. Erstmal ehrlich, das sind die schlimmsten von allen. Oh shit, wo kommt der denn her? Ich habe mich gerade erschrocken. Aber nicht ganz. Nur ein bisschen. Hat er eine Little Sister? Ja, da. Also nicht durch. Durchgang verboten. So, ich laufe hier nochmal ein bisschen herum in der Hoffnung, eine E-Mail zu kriegen. Hey, die E-Mail interessiert mich jetzt aber doch. Das ist nämlich nur eine. Ich schaue mir mal eben an, was das ist. Einen Moment, bitte. Gerade eben, als ich wieder zurück zum Spiel wollte, habe ich einen gelben Bildschirm gesehen. Hilfe. Der war total gelb wie SpongeBob. Ne, das war nur Werbung. Bank of Scotland.
3,4 Zinsen oder sowas, keine Ahnung, auf Tagesgeldkonto, keine Ahnung. Ich interessiere mich für diesen Scheiß nicht, denn ich möchte sowas nicht haben. Es ist Spam. Hallo, ich möchte zurück. Der war oben hin. Sperre nehme ich mit. Sperre kann ich nicht mitnehmen, weil ich genug davon habe. Nö, Leute, ich habe keine Lust mit euch zu spielen. Noch nicht. Sperre, Sperre, Sperre. Alles für den Arsch. Ich verhandle nicht. Rück sie raus. Das ist nicht geil. Oh, noch einer. Lauf mir nicht mehr nach. Der Bienenschwarm greift ihn jetzt an und hat ihn tot gestochen. Liegt er noch oben? Oder liegt noch oben, ne? Dann nehme ich mir seine Sachen mit. Hört ja gar nichts. Schwachkopf. Schwabbelspeck. Dumpfbacke. Nehmen wir unsere Sperre mit und gehen zurück ins Pink Pearl. Oder in die Richtung zumindest. Ach, der schwere Raum, das war so heftig. Das war so abnormal heftig hier. Wieso diese Musik? Ich möchte diese Musik nicht hören. Und die Personenkohlen könnte ich auch noch gebrauchen, teilweise jedenfalls. Für die fetten Viecher, ihr wisst schon, die Burger Kings. The King of the Burger. Ist fett. So, ja, da kann man ja sich eh nichts leisten. Ja, ich bin ja voll. Allerdings kann ich mich vollhalten für 9 Dollar. Das lohnt sich mal. Es ist ein Onslaught. Wenn wir schon Onslaughts kriegen, dann machen wir das auch so. Dann halten wir uns voll. Und jetzt mal ehrlich, ich denke mal, ich nutze mal. Ja, Schrot kriege ich ja überall. Also nehme ich die mal. Naja, geh mal aus dem Blickfeld. Hilfe. So, da bin ich wieder. Hier ist schon mal ein Engel. Matsch. Hakenmenschen. Hakenmenschen kann man eigentlich so nicht kriegen. Jetzt rennt er. Jetzt wirft er. Er bringt mir 5 Dollar. Unsere Schrotflinte ist ja neuerdings richtig laut, ne? Also in dem Bosskampf, da war es ja übernatürlich laut. So bumm, bumm, bumm. Das finde ich auch ziemlich lustig. Vor allem, das übersteuert richtig. Also hier müsste eigentlich auch ein Big Daddy rumlaufen, denn mitten der Liste ist er natürlich. Weil ich habe erst eine. Die wir haben, ist die erste. Deswegen würde ich raten, dass wir... Ich nehme mal lieber die Nieten. Dass ich jetzt einfach mal rumgehe. Und noch die Gegner ausschalte, die hier rumlaufen. Mehr oder weniger. Headshot. Ja, einige lassen hier doch noch was fallen. Hier Geld und Früchte und alles. Man kann es mitnehmen. Muss es aber nicht. So, war hier noch was? Ey, hier können wir wieder gewinnen. Was ist das denn für eine Leuchten? So lustig. Zocken!